Silence Breaker and MC Stencil presents. Von den Machern von Jurassic Park, Pappenfluence, Rambo Calling. First time ever in our whole career we've actually thought we've got to hit Singapore. Just knew straight away. Minuten noch im First National Bank Stadion in Johannesburg. Keiner wankt, die Sonne brennt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist alle vier Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schweinsteiger. Schweini spielt zu Park, wird von den Südamerikanern abgewehrt. Und Messi, immer wieder Messi, der rechte Läufer der Argentinier. Am Ball, er hat den Ball verloren, diesmal gegen Schweinsteiger. Schweinsteiger nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsse Lahm schießen, Lahm schießt! Tor! Tor für Deutschland, Linksschuss von Lahm, Schweinsteiger hat die Flanke nach innen geschlagen, Schweinsteiger hat sich gegen Messi durchgesetzt, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, auch Fußballleien sollten ein Herz haben. Aus, 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 das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister, schlägt Argentinien mit 3:2 Toren im Finale in Johannesburg. Heute beginnen wir ausnahmsweise gleich mit dem Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Weltmeisterschaftstitel in Südafrika geholt. Trotz einer durchwachsenen Leistung in der Vorrunde haben es die Jungs um Jogi Löw doch irgendwie geschafft. Erste Gegenstimmen werden allerdings laut und auch die FIFA-Disziplinarkommission hat schon den Bundestrainer zur Untersuchung vorgeladen. Wir halten Sie darüber weiter auf dem Laufenden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen würden. Ich dachte, du wärst durch mit dem Mist. Du musst uns eine Sache verraten. Was zur Hölle hatte die Ziege am Tatort zu suchen? Fußballspiele sind keine russischen Wahlen, bei denen immer gewonnen wird. Da haben wir uns die Sache mit der Ziege überlegt. Hamsch, das Tier? Na klar, Boss. Ich lass von Tante Käthe die Wiese abmähen. Käthe mäht die Korridore unserer Jungs kürzer und die der Gegner lässt sie länger. Besonders den Torwartbereich der Südamerikaner behandelt sie extra. Das ist echtes Platzwart-Doping, Herr Löw. Sag mal, ist das dein Ernst? Wie bist du damit hier reingekommen? Gib das mal her. Was wolltest du damit machen, hä? Wissen Sie überhaupt, was ich da gerade einwerfen? Noch nie was von Doping gehört? 30. Spielminute, das Gegentor fiel zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Aber man muss an dieser Stelle auch einmal die Frage stellen, ob es Gegentore gibt, die zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt fallen. Was der Bundestrainer den Spielern auf der Reservebank an dieser Stelle gegeben hat, weiß ich nicht. Hier können wir nur spekulieren. Auch fraglich ist die Tatsache, ob es sich bezahlt macht, dass Diego Armando Maradona nicht mehr Trainer der Argentinier ist, sondern in der deutschen Mannschaft resozialisiert wird. Er hat in seinem Leben viel von seinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Und den Rest hat er einfach verprasst. Aber jetzt ist er am Ball. Und der ist rund. Und er muss ins Eckige. Wenn der Ball am Torwart vorbeigeht, das ist meist ein Tor. Jetzt Flanke von Klose auf Maradona, der nicht im Abseits steht. Und Tor! Tor für Deutschland! Es war die Hand Gottes! Warum eigentlich nackt das Ganze?
Es steht immer noch 1-1. Genauso gut könnte es umgekehrt stehen. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Aber was ist das? Einige Leute halten Fußball wohl für einen Kampf auf Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es weit ernster ist. Eigentlich ist Fußball ein Spiel, bei dem 22 Mann einen Ball hinterherlaufen und am Ende immer Deutschland gewinnt. Momentan sieht das aber irgendwie anders aus. Wir wissen, dass du in der Vergangenheit viel einstecken musstest. Aber wenn du uns jetzt hilfst, dann können wir dir auch helfen. Ich kann es mir als Verantwortlicher für die Mannschaft nicht erlauben, die Dinge subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich in meinen Objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiv-subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine Objektiven einfließen lassen. Glaubst du, deine Kumpels halten zu dir? Die haben schon erklärt, warum ausgerechnet du das Salz in den Taschen hattest. Oder hast du eine andere Story auf Lager? Salz? Sie sind mir ein Spaßvogel. Von den Kolumbianern lernen heißt siegen lernen. 44. Spielminute. Unser Schiff hat Schlagseite. Es lässt sich nur wieder aufrichten, wenn wir alle auf dieselbe Seite gehen. Neben Maradona hat Jogi Löw auch noch den Star-Torhüter der Kolumbianer Higuita verpflichtet. Der Ball wird in die Mitte geflankt, direkt Schuss aus der Distanz und Higuita gehalten! Wahnsinnsparade von Higuita! Das nenne ich den Scorpion Kick. Ja, Herr Bundestrainer, alles richtig gemacht. Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben. Manchmal reichen auch 51%. Du willst es nicht anders, hä? Du willst es nicht anders, du Mistkerl, hä? Du kriegst, was du willst, das schwöre ich dir! Es sind denn so aggressiv? Meine Spieler sind doch auch nicht. 79. Spielminute, 2:2 in Johannesburg im WM-Finale. Kurze Spielunterbrechung, Achtung, Zidane, was macht er da? Hat er das nötig, jetzt nachdem Jogi Löw ihm noch eine Chance zur Bewährung gegeben hat? Genau wie Higuita, Maradona und Rijkaard, dem Ex-Holländer, spielen sie alle für Deutschland. Wenn man keine Tore macht, ist es ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen. Rijkaard, was ist da los? Hass gehört nicht ins Stadion. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause in den Wohnzimmern mit ihren Frauen ausleben. Und jetzt sehe ich auch noch Speichelflug. I hope we have a little bit lucky. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie kriegen schon unseren Pokal und wir vergessen das Ganze hier. Ach ja, die Nummer zieht auch immer wieder. Ich bin halt Optimist. Sogar meine Blutgruppe ist positiv. Na gut, Jungs, dann werde ich mal wieder. Nach dem WM-Titel steht endlich mein wohlverdienter Urlaub an. Es geht nach Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien.